Gerade ist Urlaubszeit und auch die Stars und Sternchen nehmen sich frei. Eine TV-Moderatorin zeigt sich mitten an einem Touristenhausboot. Mensch Promis zeigen ihren Urlaubsort auf Instagram. Auch eine Sat.1-Frühstücksmoderatorin nimmt sich gerade eine Auszeit. Alina Merkau hat sich einen beliebten Touristenort ausgesucht. Seefeld Tirol, die Urlaubsreisen beschränken sich für die meisten während der Corona-Pandemie auf Europa oder Ziele, die sogar nur mit dem Auto zu erreichen sind. Auch die Promi-Welt nimmt sich gerne eine Auszeit in Deutschland oder einem Nachbarland, wie oft auf Instagram zu sehen ist. Urlaub daheim soll ja auch was Schönes sein. TV-Moderatorin an beliebtem Touristen-Hotspot aufgetaucht. Wer Österreich und Tirol nur als Ski- und Winterort definiert, der liegt definitiv falsch. Auch im Sommer ist in den Bergen einiges möglich. Das dachte sich auch TV-Moderatorin Alina Merkau. Bekannt vom Sat.1-Frühstücksfernsehen ist die 34-Jährige nach Seefeld gefahren, um dort die Seele baumeln zu lassen. Sie versteckt sich nicht etwa, sondern hat ein beliebtes Touristenziel ausgesucht. Ja, auch ihren Followern auf Instagram wollte sie das nicht vorenthalten. Wie es scheint, hat Merkau eine gute Wahl mit dem Katzensprung über die deutsche Grenze getroffen. Ganze 4 Wochen hat sie, wie sie selbst sagt, die Zeit mit runterkommen, baden, Wellness machen, spazieren, essen, shoppen und kuscheln, genutzt. TV-Moderatorin wird beneidet. Seefeld ist wunderschön, doch gerade zur Unwetterzeit, die auch in München Hochwasserbilder hervorbrachte, war sie draußen unterwegs. Eingepackt in Regenmantel und langer Sportleggings freut sich die Moderatorin auf baldigen Sonnenschein. Der sehr beliebte Wintersportort scheint auch im Sommer ein perfektes Ziel zu sein, wenn es gerade nicht aus Kübeln regnet. Fans sind dabei vom Reiseziel entzückt. Ich war letzte Woche am gleichen Ort, an dem du jetzt stehst, schreibt einer. Seefeld ist wunderschön, oder das gute alte Seefeld, ist auch zu lesen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Ich vor 4 Wochen in Seefeld vs. Ich heute in Seefeld. Der Sommer in den Bergen ist unberechenbar, aber die Natur ist einfach wunderschön. Wir haben die Zeit perfekt genutzt, zum Runterkommen, Baden, Wellness machen, spazieren, essen, shoppen und kuscheln. Ab morgen kommt die Sonne endlich wieder. Seefeldberge Werbung Valverlinkung, ein Beitrag geteilt von Lina Merkau, @Alina Merkau, am Ok 4, 2020 um 11.49 Uhr PDT. Die Generationen vor uns haben schon gewusst, es gibt nicht das falsche Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und das beweist Merkau auch auf ihren Bildern auf Instagram. Ein anderer Münchner TV-Star nutzte seine Freizeit für eine Motorradtour und zeigte sich dabei erschöpft vor einem Geschäft. Lene Meyer-Landrut war im Flugzeug auf dem Weg zu einem Job und fotografierte einen Masken-Corona-Pfeil. 1. Moderatorin Marlene Luffen sorgte mit einem schrägen Urlaubsfoto für reichlich Verwirrung bei ihren Fans und Kollegen.